gibt sowieso wenig Repertoire für Geige und Kontrabass. Und ich denke, dass dadurch, dass ich die Aufführung dieses Werkes dann auch in einen Violinkonzertabend einschieben kann, dass das auch Roman hilft, dass dieses Stück oft gespielt wird. Ich finde es sehr abwechslungsreich. Es hat wie immer wunderbare lyrische Passagen, aber eben auch technische Schwierigkeiten, die beide herausfordern. Und eine Uraufführung besonders mühsam war und mit sehr viel Zweifeln verbunden, ist natürlich die Befreiung, es tatsächlich gerade noch mal geschafft zu haben, besonders schön und kostbar. Und da wir alle wissen, dass das Leben nicht nur einfache Momente für uns bereithält, ist es eine wunderbare Lebensschule, wenn man auch in der manchmal auf einem zukommenden Mühsal etwas Schönes sehen kann.